Wir haben gehört, Sie wollten eigentlich auch Seiltänzer werden. Nein, nicht Seiltänzer, Eislauftänzer. Nein, Seiltänzer nicht. Also mein ganzes Leben war ein Seiltanz bis jetzt, aber trotzdem wollte ich das nicht werden. Ein Eistänzer, ja. Gerne. Von Kindheit an hat es mich enorm fasziniert. Die Disziplin, das Tempo, die Schönheit, die Ausstrahlung, die unglaublich schönen Bewegungen, die Leichtigkeit, die doch im Hintergrund so wahnsinnig schwer ist, was eben aber vor lauter Disziplin auch niemand spüren und niemand sehen und niemand merken darf. Und das geschlossen war für mich eigentlich eine Entscheidung in meiner Jugend, dass ich gesagt habe, ich werde Eistänzer. Und das habe ich auch dann gemacht. Mit dem Taschengeld, was ich von meinen Eltern und Großeltern hatte, habe ich heimlich Eisstunden im Prinzgenstadion zusammen mit Manfred Schnelldorfer genommen, bei seinem Vater damals. Manfred Schnelldorfer ist ja, wie man weiß, ehemaliger Olympiasieger. Er hat es im Leben durchgesetzt und hat es, das, was wir zusammen am Eis von seinem Vater gelehrt bekommen haben, ja umgesetzt. Und wie ich dann voller Freude eines Tages mal so mit 10 Jahren zu meinem Vater sagte, ich weiß, was ich werden will, ich werde Eistänzer, sagt er, kommt überhaupt nicht in Frage und dein Taschengeld ist gestrichen. Und somit konnte ich natürlich irgendwo nicht mehr weitermachen mit meinem Eistanz. Dann habe ich ihn aber überrascht, dass ich gesagt, gut, dann werde ich Modeschöpfer. Und was natürlich auch ein schöner Moment ist, dass man wieder nach all den Jahren zu dem, was man als Kind schon mal erträumt hatte, emotional mit einem großen Auftrag wieder doch zu Holiday on Ice doch zurückgekommen ist, wo eigentlich der Gedanke schon immer früher war. Und das sind eigentlich schöne Momente gewesen und damit war es für mich natürlich eine Freude und zugleich auch gar nicht schwer, diesen doch sehr schwierigen Auftrag anzunehmen, weil man sollte einfach den Glanz zeigen, man sollte 60 Jahre Holiday on Ice, man sollte die Lebensfreude zeigen, man sollte die Ausstrahlung, das Opulente, die Schönheit, was die Show immer in den 60 Jahren den Menschen schenkte auch, sollte sie in dem Kleid widerspiegeln. Und trotzdem musste ich nicht lange überlegen, weil eben so große Gefühle von der Kindheit an schon, Kinderzeit an schon enthalten waren, dass ich eigentlich ohne zu überlegen in 0,x dieses Kleid entworfen habe. Wie muss man sich denn bei Ihnen diesen Arbeitsalltag vorstellen, wenn Sie so ein Kleid entwerfen? Wie machen Sie das? Also der Arbeitsalltag ist eigentlich in dem, dass ich jeden Tag um 6 Uhr seit meiner Jugend aufstehe. Früher musste ich um 6 Uhr aufstehen, weil ich immer 3 Arbeitsstellen hatte, um meine Familie über die Runden zu bringen und zu retten. Und nachts musste ich auch noch arbeiten und damit musste ich auch immer mit 4 Stunden Schlaf auskommen, bis zum heutigen Tag, heute gerne, damals ein Muss. Und in dieser Zeit kann man natürlich auch viel machen, wenn man so wenig Schlaf braucht. Deshalb kann ich abends mit Entwürfe weitermachen, ich kann auch meine Bücher abends weiterschreiben. 7 Bücher haben wir inzwischen ja auf den Markt gekriegt, die sind alle von mir persönlich geschrieben, also das muss ja auch noch gemacht werden. Und mein neues Buch heißt Menschen und ich und ist, glaube ich, mein ganz großes Lieblingsbuch, was ich von allen 7 jetzt geschrieben habe, weil es die Faszination Mensch einfach widerspiegelt. Und dann in der Früh geht es eigentlich an, indem dass ich meine ganzen Termine ordne, in Gedanken, was mich erwartet. Das mache mir so kleine Notizen dann und dann fahre ich ins Geschäft, dann mache ich die Post. Und dann geht's mit den Entwürfen schon an. Ich mache Entwürfe für eine eigene Krawattenkollektion, die europaweit ja vertrieben wird, die auch von den Messen in den Messen zu kaufen ist unter dem Namen Mooshammer. 2-mal im Jahr muss da eine Kollektion mit vielleicht an die 150 Muster ja entwickelt werden, farblich und designmäßig, immer nach einem bestimmten Thema. Und was mir gerade so einfällt, dann fällt mir aber wieder was ein für mein Buch, dann mache ich wieder ein paar Notizen auf Zetteln für mein Buch und dann habe ich lauter Kästen, wo ich das ordne. Also hier sind die Skizzen, die Entwürfe drin, hier sind die Themen drin für meine Talkshows.